Mit Katalog Nummer 13 präsentiert sich nun der fünfjährige Wallach Born to Win. Vom Buckingham abstammend aus der Staatsprämienstute Doré vom Don Federico Weltmeier und Brentano II. Prominente Vererber wie zum Beispiel Beltin, Bon Vivaldi, Brentano 1 und 2, Garibaldi 1 und 2 oder auch die drei Wolkenstein-Vollbrüter sind Repräsentanten dieses Mutterstammes, genauso wie die erfolgreichen Grand Prix-Dressurpferde Amazonas von Jean Bemmelmans, Little Big Man und einige andere mehr. Ja, meine Damen und Herren, und das ist ein, wie ich finde, vom Auftreten her sehr sympathisches Pferd. Born to Win, auf dem Weg zum ersten Gewinn. Und zunächst muss er natürlich verkauft werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine große Anzahl an Interessenten finden wird, weil es ein rittiges Pferd ist, ein gut gerittenes Pferd ist. Und ja, so ein Pferd, auf dem man einfach Spaß hat, abends nach Feierabend zu reiten, beziehungsweise am Wochenende die Natur zu genießen. Das ist ein Pferd, den man wirklich für alles gebrauchen kann, von dem man ausgehen kann, dass er neben dem dressurmäßigen Reiten einem auch Freude bereitet, wenn man ihn über den Sprung reitet, weil er einen praktischen Galopp mitbringt und interessanterweise von der Mutterseite, da ist zwar das bekannte Dressurblut des Weltmeiers drin, aber dieses Weltmeierblut hat auch Springveranlagung vererbt. Und insofern ist es ganz interessant, dass von der Mutterseite auch Springgene in diesem Born to Win vorhanden sind. Ladies and gentlemen, that's a lovely, lovely horse. I think it's a true horse which is able to be ridden, and now we see the counter canter here in the dressage arena. Yeah, in the dressage arena on one side, on the other side in the show jumping ring, because the mother, it's Weltmeier blood and Don Federico, but it's interesting that the mother, Doré, was a show jumping horse, so therefore there are two options to ride and train this horse. And you see the horse, which is now 5 years of age, is trained exactly on the level on which five-year-old horses have to be. And yeah, I think it's fun to ride this horse. It's a wonderful horse for an amateur. It's a really good horse for a professional to train the horse. And yeah, it's fun having a horse like this in the stable. Meine Damen und Herren, das ist wirklich ein sehr, sehr ansprechendes Pferd. Der ist, so würde ich sagen, mit sich und der Umwelt, mit dem Reiter, mit allem, was ihm so widerfährt, im Reine. Jetzt gucken wir uns den Außengalopp nochmal an. Oder sprengt er schon den Wechsel? Gar nicht schlimm. Probier das ruhig nochmal. Find gut, wenn sowas passiert, Nicole. Wenn du ein gutes Gefühl hast, galoppier nochmal links an. Und vielleicht gar nicht die Ecke mitnehmen, sondern erstmal nur lange Seite. Kriegen wir das hin? Jawohl, prima. Nicht? So sehen wir auch, wie sowas korrigiert wird. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Super. So, und ja, prima. Hatte ich gar nicht erwartet, dass du die Ecke mitnimmst. Wunderbar. Und jetzt würde ich nochmal traben und versuchen, ihn so ein bisschen zu öffnen. Das haben wir gesehen, also der Außengalopp ist auf der einen Hand, also auf der linken Hand, der Außengalopp rechts, schon richtig reif. Und auf der anderen Hand, das haben wir auch gesehen, ist auch schon da. Und das ist etwas, was jetzt allmählich herausgearbeitet werden kann. Aber das Pferd bringt alles mit. Und ich würde sagen, es trab ruhig nochmal leicht. So. Nicht? Und gib ihm nochmal so ein schönes Gefühl, indem er sich öffnet. Und dann kannst du vielleicht dabei die Tritte geringfügig verlängern. Das ist mir auch wichtig, das zu sagen. Es geht jetzt nicht darum, irgendeinen extremen Trab zu zeigen, sondern eigentlich nur mal die Tritte verlängern, den Moment der freien Schwebe etwas länger zu wählen. Gut gemacht, an der kurzen Seite nochmal ausgesessen. Wunderbar. Und jetzt einmal durch die ganze Bahn wechseln. Nur diesen Trab halten. Muss gar nicht mehr sein. Trab ruhig leicht. Leichtes Traben. Unsere deutsche Sprache ist da, finde ich, sogar noch ein Tucken besser als die englische. In England sagt man Rising Trot.
Und genau das, das leichte Traben, ihm es leicht machen, nicht, dass er seinen Rücken gebrauchen kann, das kann man, finde ich, sehr schön hier sehen, wie er sich dann immer mehr öffnet. Und gib ihm jetzt nochmal schönes Dehnen im Hals. Ladies and Gentlemen, I think that's a lovely, lovely horse. You just could see how the horse is able to move and to swing over the back. And now it's lovely to watch the silhouette of the horse. And the horse is stretching the neck, is seeking the bit, is opening the throat latch. And yeah, is absolutely relaxed and supple. And yeah, what I did say, it's the beginning of the presentation. It's an easygoing horse. Law. Very good. And we just had asked, just before we had the longer rein, a little bit lengthening the steps. And you could see that the horse is able to move in the trot with a longer moment of suspension. And now loose rein and use the reins at the buckle. Fass die Zügel ruhig so lang an, dass du an der Schnalle anfassen kannst. Und jetzt gucken wir uns den Schritt nochmal an. Ganz positives Pferd, auch wenn man jetzt so die Körpersprache beobachtet. Nicht? Ihr hört hier die Stimme von mir, Lautsprecher, aber das Pferd ist mit sich im Reinen. Nicht? Er guckt herum, aber immer positiv, geht immer weiter. Das ist wichtig. Nicht? Er ist nicht ängstlich, er ist nicht verschreckt, er ist nicht unnatürlich verspannt, sondern ein Pferd, der auf dem richtigen Weg ist. Und ja, hier auch zeigt, dass er sich gut reiten lässt. Ladies and Gentlemen, a horse trained in the right direction. A horse well balanced mentally and physically. And yeah, thank you very much indeed, Nicole, for this presentation. Born to Win ist ein ganz rittiger Wallach. Er lässt sich super toll arbeiten jeden Tag. Er ist sehr versammlungsbereit, vor allem auch im Galopp macht er schon Zirkel verkleinern und setzt sich dabei sehr gut. Den Außengalopp macht er auch schon ganz ordentlich. Einfach ein Pferd, was einen ganz tollen Charakter hat und sich jeden Tag schön arbeiten lässt.